Ich begrüße jetzt in der Leitung Herrn Dr. Carsten Ferk vom Humanistischen Pressedienst. Hallo. Hallo. Wunderbar. Und zwar geht es um das Buch, das Sie geschrieben haben. Das ist das Violettbuch Kirchenfinanzen. Wie der Staat die Kirchen finanziert, ja. Das sagt ja schon auch das Thema aus. Das ist ja auch durchaus kritisch gemeint. Und zwar denke ich viele Leute, dass das mit den Kirchensteuern getan ist. Aber da kommen ja noch einige Punkte mehr zusammen. Vielleicht können Sie das ja mal zusammenfassen. Also wie es im Untertitel schon heißt, habe ich einfach mal alles zusammengezählt, auch aus verschiedensten Rechtsgründen, wie es finanziert wird und so weiter. Das sind teilweise Subventionen, teilweise Steuererleichterungen und so weiter. Alles, was aus Steuergeldern für die Kirchen, ihre Einrichtungen und zugunsten der Mitglieder aus Steuergeldern finanziert wird. Und komme da eben unter Streifen von Unterstützungen der Kirchensteuer, Kindertagesstätten, Konfessionsschulen, Auslandsarbeit der Kirchen und so weiter auf 19,3 Milliarden Euro, die pro Jahr aus Kirchensteuern zugunsten der Kirchen finanziert werden. Die Kirchen, das sind jetzt die katholische und die evangelische Kirche Deutschlands. Also die beiden Großkirchen sind es nicht, die kleinen evangelischen Freikirchen, weil die legen normalerweise keinen Wert darauf, mit dem Staat in irgendeinen Kontakt zu treten. Ja, was ist denn zum Beispiel mit dem Religionsunterricht? Eigentlich ist ja Trennung von Staat und Kirche. Das ist eh schon so eine Frage, warum ausgerechnet in staatlichen Schulen auch Religion unterrichtet wird. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo halt auch viel Geld an die Kirchen fließt. Ja, das sind 1,9 Milliarden Euro. Aber es fließt nicht an die Kirchen, sondern damit werden zum allergrößten Teil staatliche Religionslehrer bezahlt. Und sofern die Kirchen eigenes Personal stellen, Gestellungsverträge, auch dann diese kirchlichen Religionslehrer. Und das ist auch das Argument der Kirchen, dass sie sagen, ich würde das ja immer falsch darstellen, denn die Kirchen würden es ja gar nicht bekommen. Darüber werden ja andere Dinge, also werden ja die Religionslehrer finanziert und nicht die Kirchen. Aber dass die sozusagen im kirchlichen Zweck und zum kirchlichen Nutzen arbeiten, das tun sie immer so, als ob das nicht sei. Dann hat ja die Kirche bei einigen Sachen schon fast ein Monopol, wie zum Beispiel Altenpflege und überhaupt Pflegesachen. Das ist und da geht kein Cent Kirchensteuer hinein. Das wird halt vom Staat finanziert und dann ist es trotzdem auch ein Problem, dass zum Beispiel manche Arbeitgeber halt dann verlangen, dass man in der Kirche überhaupt Mitglied ist, um diesen Pflegeberuf dort, um sich da überhaupt bewerben zu können. Ja, aber Entschuldigung, das muss ich ein bisschen korrigieren. Caritas, die Diakonie werden nicht vom Staat finanziert, sondern öffentlich. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil das wird aus Krankenkassen, Pflegeversicherungen, Sozialversicherungsträgern und sowas finanziert und Eigenbeiträge. Nur in der Finanzierung von Investitionen, also der Gebäude, dort ist der Staat beteiligt. Aber sonst in den laufenden Betriebskosten hat der Staat damit nichts zu tun. Das ist aber trotzdem, dass ein großer Teil der Bevölkerung ist halt gar nicht gläubig. Also ja, ist richtig. Wenn, dann halt auch nicht unbedingt immer christlich oder katholisch oder evangelisch. Genau. Und trotzdem müssen diese ganzen Menschen dann halt all diese Sachen mitfinanzieren und stehen im Zweifelsfall, also haben sie gar nicht die große Auswahl, sondern müssen auch in christliche Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäuser. In Nordrhein-Westfalen sind 60% der allgemeinen Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft. Und da genau kommt das Problem hinein des Arbeitsrechts der Kirchen, die ja ganz andere Loyalitätsrichtlinien haben. Und das ist so dieses Phänomen in Deutschland, dass die Kirchen ja einen rechtseigenen Raum zugesprochen bekommen haben, in dem sie wirtschaften können, wie sie es für richtig halten. Wie wird denn das begründet? Wie gesagt, eigentlich ist ja Trennung von Staat und Kirche. Der Staat treibt aber auch die Kirchensteuer ein. Das muss ja irgendwie... Gut, wir haben, also im Grundgesetz steht ganz klar drin, es gibt keine Staatskirche. Das ist das Verbot der institutionellen Zusammenarbeit oder Verbindung von Staat und Kirche. Und es gibt nur zwei Elemente. Das eine ist, dass der Staat für die Beibringung der Kirchensteuer die Steuerlisten zur Verfügung stellt. Und das andere ist der Religionsunterricht. Das sind die beiden einzigen Elemente, in denen es eine Zusammenarbeit von Kirche und Staat in Deutschland von der Verfassung her gibt. Aber die Steuerlisten, das Geld wird doch richtig eingetrieben vom Staat, oder? Das ist ja das Perfekte, was die Kirchen mit ihrem Lobbyismus seit 1919, da hatte die Nationalversammlung das Thema freie Kirche im freien Staat, das heißt die institutionelle und finanzielle Trennung von Staat und Kirche in Deutschland, und dass sie es geschafft haben, alle Regelungen, die damals vorgesehen waren, im Grunde ins Gegenteil zu verkehren und das auch noch als zu ihren Gunsten darzustellen.
Also die Trennung von Staat und Kirche ist so nie wirklich durchgesetzt worden? Nein. Es gibt sogar Leute, die sagen, wir leben in einer Pastoraldemokratie und die Kirche hat sich jedes System zunutze gemacht. Zum Beispiel war die Kirchensteuer früher eine Vergangenheitssteuer. Die konnte ja erst berechnet werden aufgrund der Steuerlisten, wenn die Leute ihre Jahressteuererklärung abgegeben hatten. Heute ist sie eine Gegenwartssteuer, die von den Arbeitgebern jeden Monat an die Finanzämter und dann an die Kirchen weitergeleitet wird. Und das ist nur möglich, weil die Nationalsozialisten zum 1.1.1935 bestimmt haben, dass die Religionszugehörigkeit auf der Steuerkarte eingetragen werden muss. Und da sich das so wunderbar bewährt hat für die Kirchen, hat man es nach dem Krieg auch beibehalten. Inzwischen kostet das in den meisten Bundesländern sogar Geld, wenn man aus der Kirche austreten wollen würde. Ja. Das ist ja, also das Eintreten kostet ja auch kein Geld, da wurde man auch nicht groß gefragt. Und dass man jetzt austreten, also dass man dafür Geld bezahlen muss. Das ist ähnlich wie mit der Ehe. Hochzeit kann man ja im kleinen Rahmen feiern, das kostet also nicht so viel Geld, aber die Scheidung, die wird richtig teuer. Nur mal so als Tipp oder als Anregung, wenn ein Mensch austreten wollen würde aus der Kirche, wie würde sowas funktionieren? Er muss, je nach Bundesland ist das unterschiedlich, zum Amtsgericht oder zum Standesamt gehen und dort eben als Volljähriger erklären, dass er aus der Kirche austritt. Und dann sind je nach Bundesland entweder gar nichts oder bis zu 60 Euro einmalig fällig. Als Volljähriger? Also ich denke ab 14 ist... Entschuldigung, ab 14, korrekt. Nach Kirchenrecht volljährig. Denn die kirchenrechtliche Volljährigkeit beginnt mit 14, ja. Das ist richtig. Nun haben die Kirchen in Deutschland ja auch schon über die Jahrhunderte riesige Reichtümer angehäuft, zum Beispiel Immobilien. Was für Werte sind denn das, die jetzt die Kirchen besitzen? Also das weiß exakt niemand ganz genau, weil die Kirchen sind ja niemals der Vermögensteuer unterworfen gewesen, also mussten auch niemals Vermögensteuer bezahlen und haben deshalb auch ihre Vermögenswerte, die sie hatten, Grundbesitz, Immobilien, niemals bewerten müssen. Und deshalb hat mal auch jemand vor ein paar Jahren so die Schlagzeile geschrieben, die Kirchen wissen selber nicht, wie reich sie sind. Und deshalb gibt es nur eben Schätzungen, ein paar Grundlegungen. Und meine Zahl ist immer, dass ich sage, das Vermögen im kirchlichen Raum ohne die Kunstschätze, die bei den Kirchen liegen, denn wer will das bewerten und bemessen, liegt in der Größenordnung von rund 500 Milliarden Euro. Nun war ja früher wahrscheinlich Kirchensteuerzahlen, der Zehnte war es, glaube ich, auch nicht unbedingt freiwillig, das war ja auch so eine Zwangssteuer. Das war eine Zwangssteuer, ja. Und ja, also dass die Kirche dann irgendwie den, naja, also ich finde es halt ein bisschen hanebüchen, dass die Kirche über Jahrhunderte Geld anhäuft, den Leuten irgendwie den Teufel an den Hals droht, wenn sie nicht irgendwie ordentliche Christen sind und ja, dann für noch nicht mal Vermögensteuer zahlen muss. Es gibt aber wunderbare Beispiele, dass die Kirche zum Beispiel jetzt aufgrund dieser Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne ist ja die wohlhabende, begünstigte, pauschale Versteuerung von 25% der Gewinne eingeführt worden seit 1.1.2009. Und die Kirche, so rechnet man ungefähr, bekommt aus dieser Kirchenkapitalertragsteuer rund 750 Millionen Euro. Sie selber aber zahlt keinerlei Kapitalertragsteuer. Das ist so ganz typisch für das Verhältnis in Deutschland. Wie wird denn das begründet, dass das halt irgendwie nur die katholische und evangelische Kirche betrifft und andere Religionsgemeinschaften halt nicht? Es ist an den ganz frühen Körperschaftsstatus gebunden. Die Kirchen, das war ja eine Regelung der Weimarer Verfassung, stand drin, Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, bleiben es. Und das wird in manchen Fragen sauber unterschieden, wer war es vor 45 und wer ist es erst nach 45 geworden. Und diese früheren Körperschaften, die religiösen, behaupten für sich, dass sie einen Körperschaftsstatus sui generis, also aus sich selbst heraus haben und deshalb gleichberechtigt neben dem Staat stehen. Das heißt, es ist der Irrwitz, dass in einer Demokratie, die auf dem Grundsatz gleiches Recht für alle, für jeden Staatsbürger beruht, es einen vom Verfassungsgericht genehmigten rechtseigenen Raum in der Gesellschaft neben dem Staat gibt. Daher das eigene Arbeitsrecht, daher können die selbst bestimmen, worüber sie bestimmen, was sie bestimmen. Das ist das Irrwitzige an der deutschen Situation. Es werden ja teilweise sogar Pfarrer und Pastoren bezahlt vom Staat, zum Beispiel die Militärseelsorger. Ja, die Militärseelsorge ist noch relativ gering, da gehen 31 Millionen jedes Jahr hinein. Aber die Kirche bekommt auf angeblichen historischen Rechtstiteln jetzt im Jahr 2009 442 Millionen Personalzuschüsse. Die Bischöfe in Deutschland werden generell aus Steuergeldern bezahlt, das sind sozusagen Staatsbeamte. Wie kommt das jetzt, dass irgendwie ausgerechnet die Bischöfe, also die verdienen wahrscheinlich auch nicht wenig, oder? Also Erzbischof Meißner in Köln kriegt im Jahr 127.000 Euro aus Steuergeldern. Und Mixer kriegt jetzt noch als Pension ungefähr 6.000 Euro auch aus Steuergeldern.
Das war der mit dem Missbrauchsvorwurf. Ganz genau, der da zurücktreten musste und sowas. Und das sind eben, ist der erfolgreiche kirchliche Lobbyismus, die das festgeschrieben haben im Konkordat von Bayern 1924. Und dieses bayerische Konkordat, wo die alles reingeschrieben haben, was ihnen irgendwie nur in Kram passte, das ist dann so unter Gleichberechtigung, Parität, das gilt auch für die anderen, auf alle anderen Bundesländer auch ausgeweitet worden. Das nennt man politische Lobbyarbeit. Wenn man sich zu dem Thema mehr informieren wollen würde, gibt es da irgendwelche Webseiten, wo man vielleicht noch nachschauen könnte? Ja, es gibt jetzt diese Frage zum Kirchenaustritt, gibt es die Seite kirchensteuer.de und kirchenaustrittsjahr.de. Da steht sehr viel drin. Und da gibt es auch noch die Internetseite fovid.de, F-O-W-I-D. Da ist sehr viel auch praktisch zu diesen Fragen auch statistisch aufbereitet, an Zahlen dargestellt. Ja, möchten Sie noch irgendwas dazufügen? Irgendwas Amüsantes, Wichtiges, was wir vergessen haben? Würde mir, also das ist ein riesiges Thema und das finde ich immer so spannendste ist, das Thema ist eigentlich allgegenwärtig und nur ganz wenige Leute wissen darüber. Und dass die Kirchen zum Beispiel ihre Sozialeinrichtungen nur marginal finanziert, wissen die meisten Menschen gar nicht, weil sie denken, nun gut, diese alten Beduinengeschichten mit sprechenden Schlangen, Jungfrauengeburten, das daran glaubt ja keiner mehr, aber die Kirche tut doch so viel Gutes. Das ist dieses Image, was die Kirche hat. Und das kann man am besten so bei Miserio darstellen. Die haben den Spruch mit Zorn und Zärtlichkeit an der Seite der Armen, aber eben nicht mit dem Geld der Kirche. Weil 60% sind Staatssteuergelder, rund 35% sind Spenden von Einzelleuten und 5% sind kirchliche Gelder, die bei Miserio drinstecken. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Dr. Carsten Frerk, Autor des Buches, des Violettbuches Kirchenfinanzen.